Hallo ihr Kinder des Waldes, weiter geht's mit Let's Play I Wanna Be The Barrage. Wir sind hier stehen geblieben bei Stage 5-2. Im letzten Part waren wir doch erfolgreich. 5-1 war ziemlich einfach, wenn ihr euch daran zurückerinnert. Wir konnten uns einfach unten links in die Ecke stellen. Ja, war Kindergarten. Wenn das mit der Ecke nicht funktioniert hätte, wäre das eine Scheiß-Stage gewesen, in der wir jetzt nochmal 10 Parts gehangen hätten. Aber es ist zum Glück nicht so. Ich erstmal hier irgendwie reinkommen in diese Stage. So, es ist jetzt übrigens nicht mehr nachts. Es ist jetzt wieder mitten am Tag, wo ich das jetzt hier aufnehme. Das heißt, ich kann mich konzentrieren. Für gewöhnlich. Das war schon mal gut, auf dem ersten Versuch so bis zur Hälfte zu kommen. Wenn ich überlege, dass im letzten Part am Ende gar nichts mehr funktioniert hatte, dann ist das schon echt gut. So. Ich will auch keinen. Ich glaube, man muss hier versuchen, ein festes Timing für rauszukriegen. Aber ich habe leider keins dafür. So. Okay, wobei, doch, ein gewisses Timing habe ich hier schon. Ich glaube doch. Und so gut war ich letztes Mal kein einziges Mal, Alter. Ich glaube, das lag wirklich daran, dass es in der Nacht war. Muss ich mich ein bisschen konzentrieren, tut mir leid, wenn ich jetzt hier nicht so super hervorragend kommentieren kann. Aber hier muss ich mich echt konzentrieren jetzt. Es geht hier um Leben und Tod. Das meine ich eher... Ach, scheiße! Alter, guck dir das mal an! Goddammit, wie fies ist das denn jetzt? Blau und Rot kommen dann abwechselnd am Ende, Alter. Das ist immer richtig krass. Boah, scheiß die Wand an, Alter. Was ist los? Naja. Ich glaube, für die einzelnen Roten habe ich jetzt ein Timing heraus. Ein bisschen. Ich kann hier für diese Stage zwar keinen Tipp geben, aber ich denke, man muss sich da einfach ein bisschen rantasten. Ich glaube, wir schaffen das jetzt auch in diesem Part noch, diese Stage. Ich meine, mehr erwarte ich jetzt gar nicht eigentlich, als diese Stage in diesem Part zu schaffen. Mehr erwarte ich da echt nicht. Aber das sollte schon drin sein, diese Stage zu schaffen. Sollte sowas von drin sein, so schwer ist es jetzt auch nicht. Es ist halt einfach eine Konzentrationsarbeit, ja, und da bin ich einmal zu früh. Ich hätte, glaube ich, noch eine Kugel warten müssen, bis ich nach rechts weiter reingehe. Oh je. Das ist mies. Richtig mies. Geht so gar nicht irgendwie gerade. Vielleicht sollte ich mal in einem größeren Fenster spielen. Vielleicht wäre es dann einfacher. Ich spiele in einem vergleichsweise ziemlich kleinen Fenster. Da ist es dann logischerweise ziemlich schwer. Richtig zu gucken. Alter, das ist immer das Problem. Auf der Höhe werde ich immer von den blauen Kugeln getroffen. Irgendwie. Irgendwas mache ich mit den blauen Kugeln noch falsch. Ich glaube, die roten Kugeln habe ich langsam herausbekommen, was das Geheimnis da dahinter ist. Bei den roten Kugeln empfehle ich euch, oben rechts zu gucken. Also, wenn ich bin jetzt hier und gucke, ich gucke eigentlich nur auf die roten Kugeln, die rechts über mir sind. Wann die ungefähr kommen. Ich gucke gar nicht mehr auf meinen Charakter. Mit den blauen Kugeln muss man unten rechts gucken, ja. Das ist eigentlich noch ganz möglich hier. Scheiß. So. So. Oh, scheiße, Alter, was ist hier los? Das kann... Boah, der erste Versuch war der beste. Oder war das der zweite Versuch? Ich weiß nicht. Einer von den zwei Versuchen war göttlich, aber die anderen waren jetzt alle wieder mal für den Arsch. Ist irgendwie typisch. Naja. Was soll man machen? Jetzt kommen gleich wieder die Blauen und die Blauen sind böse. So. Ich kann mich da nicht konzentrieren, Leute. Das ist echt wow. Also ich meine, es ist ja gut, wenn man ein Spiel was einbaut, wo man sich konzentrieren muss, aber so sehr kann man echt nicht, boah. Vor allem, weil sich das links und rechts mal wechselt. Ich kenne mich zwar überhaupt nicht aus, aber kann es sein, dass es irgendwie was damit zu tun hat, dass beide Gehirnhälften arbeiten müssen und dass es eigentlich kaum möglich ist und dass sie es deswegen extra so gemacht haben, die Stage, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gott.
kriege schon langsam Horror vor diesen Punkten. Ich die mir so anguck. Boah, knapp. Nee, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Kein Mensch kann sich so lange konzentrieren. Und das an einem Stück. Boah. Puh. So. Die roten Kugeln sind wirklich kein Ding mehr, mag ich meinen. Die blauen sind scheiße. Gut. 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 So. Soweit, so gut. Da hat mich die rote wieder geohnt. Alter, wie soll man sich denn so lange konzentrieren? Ehrlich mal. Das geht ja gar nicht. So gar nicht, ehrlich, Mann. Boah. Ich hasse es, wenn mir Japsen auf die Fresse geben. Das geht so gar nicht klar. Also wenigstens habe ich langsam mein Timing raus hier. Also das verlangte Timing, sagen wir es so. Aber dann spätestens, wenn sich Blau und Rot abwechselt, da habe ich keine Ahnung mehr. Da komme ich dann sowas von durcheinander. So. 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 Ja, ich habe es geschafft. Boah, nein. Mein Kopf tut weh. Alter. Oh, übel. Ich muss mir kurz... Moment. Boah. So, ich glaube, jetzt geht's mir wieder gut. Schauen wir uns mal Stage 5-3 an. Soweit, so gut. Ja. Aber die Zeit läuft langsam ab, das ist ein schlechtes Zeichen. Das hat nie was Gutes zu bedeuten, wenn die Zeit sehr langsam abläuft. Ja, alles klar. Ist nicht gelitten. Ist nicht gelitten oder so. What the fuck, Leute, was ist hier los? Ja! Dann noch aus den Ecken. Alles klar bei euch, oder? Oh, scheiße. Oh mein Gott. Damn, was ist hier los? Okay, Moment. Ich muss einfach die Nerven behalten, glaube ich fast. Ich glaube, das ist eine Stage, wo verlangt wird, dass man die Nerven behält. So sah es zumindest gerade aus. Die verarschen mich hier gerade ein bisschen. Die Zeit läuft langsam ab, das ist das Problem. Das heißt, ich habe Angst, wie viele Bälle noch dazukommen am Ende. Ich möchte daran eigentlich noch gar nicht denken, aber... Und jetzt muss ich das, glaube ich. Okay, das war dumm. Wenn ich mich so weit am Rand aufhalte, dann ist das meine eigene Dummheit. Scheiße. What the fuck? Das sieht übel aus. Naja. Das sollte noch relativ möglich sein. Ich sollte mich in der Mitte des Raums irgendwo aufhalten. Dann werden auch die Eckigen nicht so schnell an mich rankommen. Weil das Problem ist, wenn ich in die Ecken gehe, dann kommt von unten, oben, bla, von den Seiten, überall diese verkackten Teile angeflogen. Überall. Ja, das ist meine eigene Schuld. Ich darf nicht auf einer Höhe sein. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel runterfalle, dann darf ich nicht plötzlich springen zwischendurch.
Ist so, ne? Oh je. Aber ich glaube, man merkt schon, dass wir in der letzten Welt sind, weil es wird langsam immer krasser hier, der Scheiß. Das hier ist eine Stage, bei der man quasi denken muss. Und deswegen ist es hier, glaube ich, ziemlich schwierig für mich zumindest. Könnte man gemerkt haben. Wow. Okay. Soweit, so gut. Sieht momentan noch relativ gut aus. Ja. Boah, Alter, Leute, schaut euch das mal an hier. Hier für Fetzen. Ja, das war meine eigene Dummheit. Das gebe ich zu, das war meine eigene Dummheit. Boah, wieder die Fetzen fliegen, ey, ne? Vor allen Dingen die Zeit, da war noch ein Drittel übrig, circa. Ich weiß ja nicht, wie viele Kugeln noch dazukommen. Aus welchen Seiten? Wahrscheinlich noch quer und so. Da muss man noch normal random Kugeln ausweichen und irgendwelche. So, ich will jetzt gar nicht wissen, was da noch alles kommt. Hätte ich nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das nicht weiß. Boah, das Problem ist einfach, wenn ich mich fallen lasse, ne? Ich kann ja nicht gucken, was unten alles so ist. Das heißt, ich muss da irgendwie auch wieder fast hoffen, dass ich überlebe. So was hasse ich. So richtig. Okay, der Anfang hier ist ja noch einfach. Bis zur Hälfte der Zeit, sage ich mal. Ich wollte gerade sagen, stirbt man nicht, aber ich glaube, ich bin eben vor der Hälfte gestorben. Scheiße. Heißt, ich ohne mich hier gerade selber. So. Aber auf dem Boden sollte man eigentlich nie. Sollte sich echt in der Mitte des Raums aufhalten. Sonst kann das böse enden. Oh, und es war schon wieder meine eigene Dummheit. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, hier werden wir auch noch Spaß haben. Genauso wie in der Stage vorher. Aber die Stage vorher, da muss man sich ja nur konzentrieren. Und hier muss man... Na, wobei, hier ist eigentlich auch nicht viel anders, als dass man sich konzentrieren muss. Und nicht so viel. Wie dem auch soll. So. So. Sache hier erstmal durch. La 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 la, ist das lustig. Wow. Jetzt kommen gleich noch weitere Kugeln dazu, oder? Ich glaube. Wo kommen die jetzt gerade? Ich sehe es nicht. Aus den unteren Ecken, glaube ich. Wow. Okay. So weit, so gut. Nein. Ein Viertel war das noch. Eieiei. Ist das eine Stage jetzt hier schon wieder? Was soll denn das? Ja, okay, das war... Oh, was war das denn? Oh mein Gott. Boah, Alter, hier... Also hier war die 50. Flasche Wodka weg. Also hier haben sie Jubiläum gefeiert, glaube ich, in diesem Level. Und das kann ich mir das hier nicht vorstellen, was die hier produziert haben, wie das entstehen konnte sonst. Dieses Level ist in einem Reagenzglas entstanden, glaube ich. Warum ich da eben gestorben bin, ist mir auch ein Rätsel, aber naja, ich kann es immer anders versuchen hier gerade. Ja, wieso nicht? Ich finde es ganz gemütlich, wenn man ein bisschen Action drin hat. Hat auch voll viel mit Action zu tun hier gerade. Dip, 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 ja. Also hier geht's ja noch, bis die aus den Ecken dazu kommen, ist es eigentlich noch sehr einfach, kann man sagen. Ich muss halt nur ein bisschen aufpassen und so, ein bisschen durch die Gegend fliegen, la 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 la. Und so weiter und so fort, tatara. Ist eigentlich kein Ding.
Okay. Jetzt kommt die aus den unteren Ecken noch dazu. Jetzt geht's ab. So. So. Man muss ja möglichst große Kreise immer machen, habe ich das. Ah, da hat mich eine blaue Kugel erwischt. Scheiße. Okay, aber es ist wirklich bis zur ersten Hälfte, das ist echt nicht schwer. Aber dann so ab dem letzten Viertel ist es wirklich wow. Also da muss man dann wirklich sehr gut die Nerven bewahren können, glaube ich. Das war richtig. Aber dieser Stage, das ist mal wieder eine Stage, die wir seit langem nicht mehr hatten. Nämlich eine, bei der man einfach probieren muss. Hier gibt es keine feste Strategie, bei der man irgendwie besser dran ist. So wie bei dem Level davor, da war es ja eigentlich so mehr so ein Schema. Aber hier ist es einfach mal wieder ein Level, da muss man rumprobieren, da muss man sich rantasten. Eigentlich mag ich solche Level. Auch wenn sie viel Zeit in Anspruch nehmen. Trotzdem mag ich diese Level normalerweise. Aber ich glaube, ich weiß nicht, bringt das überhaupt was, wenn ich so wild hier durch die Gegend springe quasi? Oder sollte ich... Na, scheiße. Wieder mein eigener Fehler, aber wenigstens bin ich über die Hälfte gekommen. Aber wie gesagt, das nehme ich mir auch... Alter. Das nehme ich mir auch eigentlich vor, über die Hälfte zu kommen. Und so, wenn ich hier halt mal Scheiße baue, ein bisschen so. Dann... Ja, passiert das halt. So. Na komm schon, na komm schon, na komm schon, so. Jetzt wird's wieder ernst hier. What the fuck, warum kam die kam die gerade unter mir, die rote Dings? Wurde ich gerade beschissen? Wenn das wirklich so war, wie ich es gerade gesehen habe. Wie auch sei. Eigentlich lasse ich sowas nicht auf mir beruhen, aber auf mich beruhen, auf mir beruhen, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei. Alter, wieso sterbe ich jetzt hier schon am Anfang? Das ist einfach, weil ich einfach keinen Bock mehr auf die Stage habe, glaube ich. Das jetzt schon. Aber eigentlich ist es eine schöne Stage. Die Idee an sich gefällt mir. Ist mal was anderes eigentlich sogar. Dennoch, weiß nicht. Ist nicht so meins. Ehrlich nicht. Kann natürlich so versuchen. Dann kann man natürlich wieder nur. So. Problem ist, man muss ja echt auf alle Richtungen aufpassen. Das ist für mein Hirn eigentlich zu viel. Weil ich muss überall gucken und das überall zur selben Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe keinen blassen Schimmer. Echt nicht. Hui. Aber leider, das ist wahrscheinlich auch wieder nur eine Frage der Zeit, bis wir diese Stage hier schaffen. So wie schon öfters in diesem Spiel. So. Aber wenn ich ehrlich bin, ich finde, ich habe ja auch schon Toho gespielt. Die Tossen sind ja auch alle aus Toho. Wurde schon 50.000 Mal in den Kommentaren erwähnt. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ich finde Lunatic, also der schwerste Modus auf Toof, nicht einfacher als I Wanna Be The Barrage, bin ich ehrlich, ich habe das schon mal gespielt. Lunatic auch durchgespielt. Den Modus. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde Barrage schwieriger. Also wenn ihr Toho auf der höchsten Schwierigkeitsstufe einfach findet, dann versucht es mal mit diesem Spiel hier. Scheiße, fickt euch alle. Okay, ich würde sagen, ein Versuch noch. Machen wir noch einen Versuch. Ich würde an dieser Stelle schon mal sagen, wenn euch der Bug gefallen hat, dann würde ich mich über euren Daumen nach oben zur Unterstützung für mich und das Projekt zum Support freuen. Ist ja nur ein Klick. Und vergesst nicht, den Part zu kommentieren, was war gut, was war schlecht, etc. und so weiter und so fort, pp. Was euch so einfällt. Ihr könnt meinetwegen auch einen Aufsatz über das Wetter schreiben. Finde ich auch ganz gut. Mal interessant so zu sehen. Wie auch immer. So. Ich würde sagen, einfach mal hier so komplett mit total Abstand durch und so, lalalala, so. Aber ich sollte diesen Versuch jetzt hier nicht verschwenden. Ich möchte den Part würdig beenden. Fickt euch!